Es gibt tatsächlich auch Ausrüstungen, die aus dem einen oder anderen Grund einfach nicht zu Naked Bikes passt, wobei die doch eigentlich so vielseitig sind. Und deswegen schauen wir uns in diesem Video die No-Gos der Ausrüstung für Naked Bike Fahrer an. Deswegen jetzt viel Spaß beim Video. Mein Name ist Marc und ich darf dich heute hier auf dem Kanal von Helmexpress begrüßen. Vielen Dank, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich weiß das sehr zu schätzen. Und wir schauen uns heute an, welche Ausrüstung nicht zwangsläufig zu Naked Bikes passt. Und ich werde euch auch sagen, wieso. Das Grundsätzliche ist natürlich erstmal, es passt gar nicht, wenn ihr unsichere Ausrüstung habt. Das heißt also, ein nicht ECE 2205 bzw. 2206 geprüfter Helm ohne E-Prüfzeichen fällt schon mal komplett raus, denn ihr spielt mit eurem Leben, wenn ihr euch so einen Helm zulegt. Und der passt nie. Der passt aber auch zu keiner Motorradkategorie, wo ihr dann zu aufsetzen könntet. Oder auch anderweitig schlecht verarbeitete Motorradbekleidung etc. gehört einfach nicht auf Naked Bikes oder auch auf kein anderes Motorrad. Auch werde ich immer wieder gefragt nach dem Folgenden, nämlich Motocross-Helm. Motocross-Helme passen meines Erachtens, und da sind wir schon eher wieder fast bei optischen Fragen, aber Motocross-Helme passen meines Erachtens nicht zu Naked Bikes. Wir lassen sie lieber die Motocross- und Supermotofahrer fahren, denn ja, optisch passt das einfach nicht. Passt zu den wenigsten Naked Bikes. Wenn ihr meint, Motocross-Helme passen zu Naked Bikes, dann kommentiert gerne mal die Modelle, wo ihr sagt, das passt für mich optisch. Für mich eher nicht. Zudem, bei Motocross-Helmen haben wir natürlich immer die Thematik, dass die nur bis zu einer gewissen Geschwindigkeit Spaß machen. Mit 200 möchtest du diesen Helm nicht wirklich auf dem Kopf haben. Der Schirm fängt einfach ohne Ende Wind ein. Hier ist natürlich alles offen. Dementsprechend ist also das No-Go Nummer 1, nein, das No-Go Nummer 2 für mich der Motocross-Helm auf dem Naked Bike. Stellt euch mal vor, ihr fahrt ein entspanntes Naked Bike, eine Kawasaki Z650, eine MT-07, sowas in die Richtung, und dann hat jemand so einen Helm auf. Ich zeige ihn euch einmal. Shark Race Air Pro in diesem Fall oder auch einen AGV Pista GP RR, wie ihn Valentino Rossi fährt. Das kann schnell too much werden. Also natürlich braucht man erstmal die passende Lederkombi, die entsprechend sportlich ist, damit das überhaupt sich irgendwie wiederfindet. Aber dann kann das auch schnell ein bisschen drüber wirken. Deswegen ist so ein halbes No-Go Nummer 3 auf jeden Fall extrem krasse Racing-Helme. Wobei es doch so geile Alternativen gibt. Zum Beispiel vom gleichen Hersteller, wieder von Shark. Der Shark Spartan Carbon. So ein geiler Helm und deutlich gefälliger auch eben auf Naked Bikes. Ich möchte jetzt natürlich niemanden so einen Rennhelm ausreden. Wenn er da Bock drauf hat, dann mach das. Dann zieht das durch. Dann müsst ihr ihn auch richtig rocken und stolz drauf sein. Und mit der richtigen Attitüde, dann passt das auch. Bei den Racing-Helmen ist es halt zudem der Fall, dass ein innenliegendes Sonnenvisier, eine Bluetooth-Vorbereitung und all das, was so an Ausstattung da drin sein kann, das haben die in der Regel nicht, weil man da wirklich auf die Gewichtsersparnis gesetzt hat. Das Video zum ersten Teil der Ausrüstung für Naked-Bike-Fahrer habe ich euch ja vergangene Woche bereits hochgeladen. Das verlinke ich euch hier und auch nochmal in der Videobeschreibung, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Und wir werden auch nochmal ein Video für Tourenbekleidung explizit machen. Was nicht geht meines Erachtens, ist zum Beispiel das Folgende. Nämlich Motocross-Bekleidung auf Naked Bikes, auch eher ein bisschen fehl am Platz. Genauso wie die dicken Motocross-Botten, die ja, passen halt nicht so gut. Handschuhe, ihr kennt es, das volle Programm. Zumal die Jerseys und Hosen in Kombination mit einem Protektorenhemd, ja, die haben eine gewisse Sicherheit, aber die kommen nie an eine Textiljacke, eine Textilkombi bzw. gerade eine Lederkombi ran, weil wir hier eben einfach nicht die Abriebfestigkeit haben. Wir haben zwar eine gewisse Stoßfestigkeit durch die Protektoren dann, die aber auch für den Offroad- und MX-Bereich optimiert sind und nicht für den Straßenverkehr und die Unfälle, die dort eben auftreten können. Und das hier ist auch einfach, ja, super unbequem auf so einer Ganztagestour. Und ja, dementsprechend ist das auch in meinen Augen ein No-Go. Zudem muss das Ganze in meinen Augen so ein bisschen harmonieren. Also keine fancy Rennstiefel wahrscheinlich. Rennstiefel zu einer Textilkombi. Da kann ich eher ein etwas reduzierteres Design in einem Schuh nehmen, was dann einfach besser zueinander passt. Also das Ganze so ein bisschen aufeinander abstimmen. Außerdem sind Kombinationen aus Lederhose und Textiljacke oder umgekehrt nicht ganz so schön. Man kann das aber natürlich aus einem pragmatischen Ansatz machen, wenn man eben nichts anderes zur Verfügung hat beispielsweise. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann gerne positiv bewerten. Schreibe gerne deine No-Gos bei Ausrüstung für Naked Bikes in die Kommentare. Hier kannst du jetzt unseren Kanal abonnieren, falls noch nicht geschehen. Und hier ist ein für dich ausgewähltes Video. Und dann sehen wir uns hier dienstags, donnerstags und sonntags zu neuen Videos. Jetzt wünsche ich dir eine gute und vor allem unfallfreie Motorrad. Pass auf dich auf. Bis dahin. Ciao.